Heute Folgerduell der Handball-Bundesliga. Rheinhausen gegen Lemgo. Und damit können wir in die Hallenhandball-Bundesliga gehen. Da gibt es keine Playoffs, aber eine sehr spannende Meisterschaftsrunde. Hinter Titelverteidiger und Tabellenführer THW Kiel noch ein halbes Dutzend Mannschaften mit Meisterschafts-, mindestens aber mit Europapokal-Chancen. So zum Beispiel auch der TBV Lemgo, der sogar nach Verlustpunkten, bei zwei Spielen weniger allerdings, mit dem Titelverteidiger auf gleich liegt. Auch noch der TuS Rheinhausen, die Überraschungsmannschaft des ersten halben Jahres, will ich mal sagen. Zuletzt allerdings gab es zwei Niederlagen, unter anderem auch gegen Kiel. Und es fragt sich jetzt, ob die Kräfte reichen für die Niederrheiner im Duell mit dem TBV Lemgo. Johannes Krause aus Rheinhausen. In der Tat, man hatte den Eindruck, dass die Kräfte der Spieler in Gelb vom OSC Rheinhausen reichen würden. Eine gute Anfangsphase für beide Teams. Der Stand im Moment 3:4, also ein Tore Führung für den TBV. Und nach diesem ersten Treffer von Laszlo Maroji, der heute den an Lungenentzündung erkrankten und damit also nicht spielberechtigten Volker Zerbe glänzend vertrat, erstmals eine 2-Tore-Führung für den TBV, 5:3. Der Gegenangriff Olaf Oster mit der direkten Antwort, auch er mit einem Heber erfolgreich zum 4:5. Chancenlos Lutz Grosser im Tor des TBV Lemgo. Gut sein Gegenüber Frank Hofstetter hier mit einer Parade gegen Marc Baumgartner. Ein Spiel, das wahrlich eine Menge bot. Viel Einsatz, viele herrlich herausgespielte Tore, so wie dieses hier durch Andreas Kottwitz. Und die 2.500 Zuschauer in der Halle zu Recht begeistert. Mit der Nummer 4, das ist Daniel Stefan, der spielte vor zwei Jahren noch hier, ist das Eigengewächs des OSC, jetzt allerdings beim TBV. Sein Vater übrigens ist noch Hallensprecher und musste nach diesem Treffer das 6:5 für die Gäste aus Ostwestfalen verkünden. Bei diesem knappen Vorsprung für den TBV blieb es dann bis kurz vor der Pause. Und dann zwei große Auftritte von Marc Baumgartner. Hier der erste, das 11:9 durch den Schweizer Nationalspieler mit der Nummer 13. Also sehr schnell, trotz seiner Körpergröße, und für präzise Würfe ist er immer gut. Und dann noch einmal kurz vor dem Pausenpfiff ein weiteres Beispiel seiner Wurfkraft. Der 7. Treffer bereits für ihn in dieser ersten Halbzeit, zum Halbzeitstand von 12:9. Ein Stemmschritt und dann ist Frank Hofstetter geschlagen. Also in der ersten Halbzeit der TBV sicherlich die bessere Mannschaft und auch die Fans ein bisschen zurückgenommen in dieser Phase. Die zweite Halbzeit. Zunächst ein ungewöhnliches Tor, erzielt von Nils Lehmann. Ein Alleingang, wenn man so will, über das ganze Feld. Das gibt es im Handball nicht allzu oft. Und er erzielte damit das 13:15. Lajos Mocsai, Lemgos Trainer, rümpfte ein bisschen die Nase in dieser Phase über die Schiedsrichterleistung. Ich denke, zu Recht. Und der OSC Rheinhausen profitierte davon. Hier durch Andreas Kottwitz. Bereits zum 15:16 verkürzte er. Nach 42 Minuten war damit das Spiel wieder völlig offen. Danach gab es dann gar diese Situation. Marc Baumgartner im Tor, Bühl in Action. Die Rheinhausener hatten gewechselt mit dieser wirklich sehenswerten Parade und der Verwandlung eines 7 Meter von Mirko Tajčić. Und auf einmal war das Spiel wieder gedreht. Nedeljko Jovanović, der Jugoslawe, der bisher in diesem Spiel sich sehr zurückhielt, jetzt aber auf einmal aufwachte. Und die erste Führung für Rheinhausen in der zweiten Halbzeit, der 4. Treffer von ihm, und eine Viertelstunde vor Schluss konnten die Rheinhausener wieder vom Sieg träumen. Dann auch ein Torwartwechsel beim TBV, jetzt Finn Holpert für Lutz Grosser, und das hat sich gelohnt. Eine Doppelparade von ihm im Nachwurf hier gegen Andreas Kottwitz, und das gab seinem TBV noch einmal richtig Rückenwind für die Schlussphase. Baumgartner, Volker Mudro, der heute zum Einsatz kam, natürlich, weil der Rückraum ein bisschen geschwächt war ohne Volker Zerbe. Und drei solcher Tore gelangen ihm in Folge. Hier, Sie sehen es, er tippt den Ball noch einmal auf, setzt sich durch zum 21:20. Nun wieder also die Führung für den TBV Lemgo. Eben das war Sascha Rümanow, der Rheinhausener Trainer, der dann dieses herrliche Tor von Zerbe-Ersatz Laszlo Maroji bewundern musste, neidlos anerkennen musste. Was für eine enorme Sprungkraft der Ungar hat. Das 23:21, drei Minuten vor dem Ende. Jörg Sieger direkt im Gegenangriff
Also es ging hier Schlag auf Schlag. Er verkürzt erneut, der Co-Trainer des OSC, zum 22:23. Und zu spielen waren jetzt noch 18 Sekunden. Da in der Zwischenzeit jeweils ein 7 Meter von Jovanovic und einer von Marc Baumgartner verwandelt werden konnte. Nun also die Schlussphase. Mudro, der hier von Nils Lehmann in den Arm gegriffen wird. 2 Minuten gegen Lehmann. Und dann zeigt Marc Baumgartner, wie jetzt diese Schlusssituation bewältigt werden soll. Marogi leichtfüßig auf dem Weg zum entscheidenden, zum letzten Tor dieses Spiels, zum 25:23, sein 6. Treffer. Er war der überragende Spieler heute auf Lemgoer Seite. Also nach einem enorm spannenden, weil wechselhaften Spiel gewinnt der TBV in Rheinhausen mit 25:23, bleibt damit erster Verfolger des THW Kiel. Zurück nach Köln zu Heribert Pfarr.